Die Situation in Bonn bildet eigentlich genau das ab, was wir in Deutschland die letzten 3 Jahre erlebt haben. Das heißt, wir hatten 2015 eine Situation, wo in sehr kurzer Zeit sehr viel neu organisiert werden musste, teilweise im echten Sinne einer Nothilfe. Und inzwischen sind die Verfahren in Gang gekommen. Viele Flüchtlinge haben Verfahren durchlaufen. Und jetzt differenziert sich das Bild. Die einen sind mitten in der Integration, haben Aufenthalt und eine Perspektive. Und die anderen, die zur gleichen Zeit gekommen sind, stehen vor Abschiebungsdrohungen. Und was durchaus auch eine Belastung für die Unterstützerinnen und Unterstützer darstellt, die die Flüchtlinge die letzten Jahre begleitet haben. Wir machen uns immer Sorgen um unseren Aufenthalt. Jeder von uns hat ungefähr 3 Jahre Aufenthaltserlaubnis. Aber wir bemühen uns, um Niederlassungserlaubnis zu haben. Und das braucht als Voraussetzung viel. Zuerst muss man C1-Niveau in 3 Jahren, in diesen 3 Jahren muss C1-Niveau haben. Und unbefristeter Arbeitsvertrag auch. Und ich finde das unglaublich. Also es gibt viele Deutsche, soweit ich merke, die keinen festen Arbeitsvertrag haben. Und wir sollen das haben, um Niederlassungserlaubnis zu erhalten. Die Bereitschaft, Flüchtlinge einzustellen, zu qualifizieren, zu überlegen, wie kann man parallel Vormittagspraktikum, Nachmittagssprache und so weiter und so fort, Einblicke in die Arbeitswelt, da läuft ja sehr viel. Aber es wird immer eine Personengruppe geben, für die Deutsch in dem Rahmen, den man für bestimmte Anerkennungen braucht, zu lernen, einfach ganz schwer erreichbar ist. Und die motiviert man nicht dadurch, dass man immer mehr den Druck erhöht, sondern die motiviert man dadurch, dass man ihnen die Zeit gibt. Und ich glaube, viele Deutsche, wenn sie sich kritisch im Spiegel betrachten, wissen, dass sie selber auch nicht schnell im Sprachenlernen sind, um all das zu erfüllen. Also ich weiß, es gibt ganz viele Motive, weshalb sowas nicht richtig funktioniert. Mal haben die Flüchtlinge falsche Erwartungen, zu hohe, zu niedrige oder einfach nur unrealistische. Dann kann es sein, dass die Angebote überhaupt nicht passen. Und es kann natürlich immer auch sein, dass man kein passendes Angebot hat und dann einfach die Person dazu verpflichtet, irgendwas anderes zu machen, wo man gerade Kapazitäten hat. Das ist alles irgendwie menschlich verständlich. Das sind ganz unterschiedliche Motive und deswegen kann ich Ihnen keine pauschale Antwort darauf geben. Ich bin nicht hochgebildet, aber gebildet bin ich schon. Und bisher so viel geholfen hat es nicht. Also wenn es darum geht, dass sich bilden lassen oder sich bilden, den Einfluss hat, dass man eben bessere Chancen bekommt, hier zu bleiben, würde ich eher dazu tendieren, es zu verneinen, leider. Wobei, es wird ja so verkauft. Also Bleibeperspektive wird nicht nur sozusagen zu einer Zuflucht, sondern Bleibeperspektive ist zugleich eine disziplinierende Aufforderung, kann man sagen. Wenn du bleiben willst, dann musst du dich des Bleibens auch immer wieder würdig und wert erweisen. Lass dir nicht zu Schulden kommen, integrier dich, geh pfleglich mit deinen Nachbarn um, insbesondere wenn deine Nachbarn auf dem Amt arbeiten und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist die Aufforderung, nicht abzuweichen, sondern sich als verwertbares Humankapital Tag aus, Tag ein zu zeigen.